NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Kann ich gar nicht mehr sprechen. Hallo. Hallo. Kann ich gar nicht mehr sprechen. Was für eine Limitierung. Was für ein Start in einem Podcast. Ich habe gesprochen. Der Uhu hat gesprochen. Ich kam, sah und sprach. Nein, ich flog, sah und sprach. Aha. Ja, er schlitterte um der Ecke. Um der Ecke. Hallo ihr lieben Podcastland, wie gut geht's dir heute? Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Wir haben überlebt. Ja. Vom Ikea-Einkauf überlebt. Wie gut geht's dir? Ich habe überlebt. Es war die Schlacht um die Parkplätze. Ja, das stimmt. Glücklicherweise waren wir ja so früh da, dass wir noch einen Parkplatz in Pole Position hatten. Ja, das bedeutet, ihr wart früher da, als der Laden aufmachen würde. Ja, wir waren 5 Minuten zu früh ready beim Eingang. Ihr zwei jetzt? Ja. Wir zwei. Also das heißt, wir hatten schon vorher das Auto geparkt und sind reingegangen. Machen wir denn das jetzt in dieser Podcast-Folge? Das können wir. Und ich habe noch ein Special bezüglich Ikea. Ja, weil ihr zwei sagt mir gerade, dass es sich lohnt, 5 Minuten vor dem Termin da zu sein. Ja, manchmal. Ja, manchmal. Spontan das Thema geändert. Okay. Manchmal lohnt sich das. Das würde mich mal wundern nehmen. Kleiner Aufruf da draußen. Da ist dieser Termin, 9 Uhr, und du? Du und der IKEA Husky habt um 9 Uhr einen Termin. Nein, da ist dieser Termin, du hast einen Termin, um 9 Uhr. So, wann bist du da? Geparkt. Nein, bereit. Das war, Entschuldigung. Verzeihen Sie. Die Frage lautete, wann bist du da beim Termin? Nicht auf dem Park. Das ist genau die Stelle, richtig? Ja, das wollte ich anfügen. Wann bist du da? Das Auto parkiert, den Parkschein gelöst, durch die Tür, ready beim Termin. So, die Vorsprechdame, falls es da sowas gäbe, oder der Empfang, das wäre dann um welche Zeit genau? Wenn 9 Uhr, dann um 9 Uhr oder 2 Minuten vor 9. Da schließe ich mich an. Ich habe jetzt überlegt, ob 8.57 Uhr oder 8.58 Uhr, sowas dazwischen. Aha. Heute. Früher wäre ich eher 9 Uhr, 9.02 Uhr, 9.05 Uhr, weil eben geparkt 9 Uhr. Ja. Ja. Das hat sehr viel mit Zielerreichung zu tun, ihr Lieben. Weil dein Gehirn ist ja eine Zielerreichungsmaschine. So, von daher, das ist eine spannende Frage, weil es muss ein Konzept geben in deinem Kopf, wie du Zeit planst, ist Masterstoff, machen wir im NLP Master ganz viel, wie du Zeit planst. So, wenn ich jetzt sage, wir fahren, heute geht's, für die Insider sind. Aus der Region sind. Die aus der Region sind, es gibt ein Fest hier. Das nennt sich Albani-Fest. Hat nichts mit Albanern zu tun. Hat nichts mit Albanern zu tun, wie irrtümlicherweise viele meinen. Das ist der heilige Alban. Der heißt so. Heißt der Alban oder Albanus? Ich hatte je nachdem wahrscheinlich, ob es lateinisch ist oder deutsch. Okay, gut. Also wir haben die Expertin hier. Von daher wird es irgendwie so oder so sein. Oder es ist der Dr. Alban, den gibt es auch noch. Ja, okay. Irgendein anderer, oder? Andere Generation. Andere Generation. So, wenn ich jetzt sage, wir fahren heute um 18 Uhr los. Ja. So, mach mal in deinem Kopf. Wo bist du dann um 18 Uhr? Also, da wir mit meinem Auto fahren, bin ich um 18 Uhr hinter dem Steuer vorne draußen. Um 18 Uhr hinter dem Steuer vorne draußen. Und du? Ja, heute oder früher? Nein, mach mal so, wie du es normalerweise geplant hättest. Früher.
Weil du wärst gerade ein Segen für die Menschen da draußen. Normalerweise wäre es so gewesen, 18 Uhr nehme ich den Schlüssel in die Hand, oben in meiner Wohnung, ja, schließe die Tür auf, ziehe Schuhe an, nehme meine Handtasche, vielleicht überlege ich noch, soll ich noch eine Jacke oder einen Schirm mitnehmen oder irgendwas. Und dann laufe ich runter. Um 18 Uhr würdest du oben... Und bis dahin ja, das ist keine Frage. Ist der weil der, ich finde den super spannend. Und du sagst 18 Uhr hinterm Steuer... Ja, wir gehen um 18 Uhr, das heißt, die Handlung von gehen wäre 18.00. Ja, okay. Dann startet die Handlung. Für mich, einfach, dass wir gesprochen haben, 18 Uhr wäre der Kreisel vorne beim in Frauenfeld. Da musst du ja schon vorher abfahren. Wollte ich gerade sagen, dann würden wir da nicht losfahren, sondern dann wären wir wie die Raketen schon... Ja. Wie die Raketen. So. Ich finde den super spannend, weil das ist genau das Thema von vielen Pärchen, richtig? Mhm. Er oder sie spielt keine Rolle, es geht in beide Richtungen. Das ist kein Frauen- oder Männer-Thema, by the way. Es beginnt schon mit, wenn wir um 18 Uhr losgehen, was in deinem Kopf für einen Film losgeht. Und wenn du natürlich in deinem Kopf dich siehst, um 18 Uhr den Schlüssel in die Hand nehmen und ich mich schon sehe, vorne am Kreisel um 18 Uhr, da gibt es eine, ich sage jetzt mal... eine Diskrepanz von mindestens 5 Minuten, bis diese Handlung, also bis du unten bist, im Auto, das Auto rausgefahren hast und dann beim Kreisel vorne, da gehen 5 Minuten durch. So, das würde bedeuten, für mich tendenziell, wenn ich angewiesen wäre, dass du fährst, würde ich 5 Minuten dastehen und warten. So, abgesehen davon, dass viele dann oder noch eine andere Timeline-Planung haben. Und ich finde den super spannend. Ich finde den mega spannend. Ja, es sind 2 Aspekte. Das eine ist die Timeline, wie du sagst. Ja. Und das andere ist, das habe ich kürzlich in einem Coaching mit einem Klienten gehabt, was ist die Definition, was haben wir vereinbart? Bedeutet abfahren, wie für mich, wir gehen los aus der Wohnung? Oder bedeutet abfahren, wir fahren durchs Garagentor bereits mit dem Auto? Und da war bei ihm auch so, für ihn ist 18 Uhr durchs Garagentor fahren, lieber 1-2 Minuten früher. Mhm. Und seine Frau, für die ist es wie bei mir. Und für ihn war das total heilend, weil er durfte erstmal mit seiner Frau absprechen, was bedeutet 18 Uhr losfahren. Exakt. Und ich merke jetzt gerade, dass es für mich einen Unterschied macht, ob ich fahre oder ob ich mitfahre. Wenn du mitfährst? Wenn ich mitfahre, dann... Ist es später. Ist es später. Aha. Was? Ja. Das bedeutet? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich fahre und ich fahre jemanden, nehme jemanden mit, dann wäre es 18 Uhr am Steuer irgendwie beim Eingang, dass die anderen einsteigen können. Okay. Und wenn ich mitfahre, dann hätte ich so... Dann wäre es wahrscheinlich bei mir 1-2 Minuten später. Also wo wäre dann 18 Uhr? Das wäre die spannende Frage für mich. Da wäre 18 Uhr, wo ich zur Tür rauskomme. Ja. Bei deiner unten. Unten, okay. Ja. Das heißt, Schuhe hast du schon an und auch alle Taschen und sowas. Das hätte ich dann schon. Und dann wäre ich also noch nicht im Auto. Mhm. Aha, okay, der ist interessant. Mhm. Das ist super spannend. Ich mag solche Dinge. Ich weiß nicht, wie sehr du da draußen dich begeisterst für Sprache und was es mit deinem Gehirn tut. Weil das ist ein Aspekt. Wann gehen wir los? Mhm. Der andere Aspekt ist ja, wann kommen wir an? Da hätten ja einige auch eine andere Timeline. Weil, schau, da gab es diese eine Stelle, das ist zwei, drei Jahre her oder so. Sibyl und ich haben was gehandwerkelt in ihrer Wohnung, so kurz ein bisschen was. Und dann gab es diese Stelle, wo wir gemerkt haben, da fehlt irgendwas oder es braucht noch irgendein Werkzeug oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und dann war eigentlich Ladenschluss, wäre irgend sowas wie 19 ich Uhr. Ich glaube, es war 18 oder 19 Uhr. 18 oder 19 Uhr, irgend sowas. Oder Samstag 18 Uhr, irgend sowas. Ja, Samstag 18 Uhr, glaube ich, ja. Und ich habe auf die Uhr geguckt. Viertelstunde oder so. Nicht mal, es war 10 vor und so. Und ich habe so gesagt, ah, der ist durch.
Und der U hat gesagt, das reicht noch vor. Ja, wenn ich jetzt gleich losgehe, dann gehe ich zur Tür raus und bin ich 52, spätestens 53 im Kopf. Solange die mich noch reinlassen, kann ich alles noch reinkommen. Das Wichtige ist, an der Eingangstür vorbei zu sein, ja, bevor sie geschlossen ist. So quasi, ich schmeiß mich da noch rein. Ja, und dann ist es halt ein ab oder zwei ab, die müssen eh noch aufräumen. So verlängert sich die Timeline. Ja, das ist der andere Aspekt. Also wann planst du anzukommen? Mhm. Das ist der zweite Punkt. Und dann gibt es ja noch quasi, wie organisiere ich Zeit dazwischen? Das, was wir im Master typischerweise tun. Was planst du für die einzelnen Schritte? Mhm. Und da gibt es ja Menschen, die planen das sehr, ich würde mal sagen, dicht. Mhm. Und ich merke auch, dass dieses Verhältnis bei den Menschen ändert. Beispielsweise Generationen, ich würde jetzt mal sagen, unserer Eltern oder so, wo ich das beobachtet hätte, die hätten früher richtig viel gearbeitet und richtig viel Termine an einem Tag gewuppt und hätten noch die Kinder zum Sport gefahren und dies und jenes und das andere und noch Business und Geschäft und Einkaufen. Und da gab es ja noch keine Online-Shops und so. Da hätte man dann wirklich auch noch mit dem Zug vielleicht oder mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen und. Richtig viel in einen Tag gepackt. Mhm. Und jetzt ich sage jetzt mal Pensionsalter oder im Rentenalter. Passt nicht mehr so viel in die Timeline. Ja, da wäre quasi dieser eine Termin und der irgendwie morgens oder kurz Nachmittag oder so und dann ist der Tag durch. Ja. Wo ich mir manchmal dann so die Frage stelle, wie machen die das? Oder wie haben die denn das früher gemacht? Da hatten die 10, 12 solche Termine am Tag. Und das ging problemlos. Da wurde abends auch noch richtig gekocht und heute ist irgendwie gefühlt der Tag durch. Ja, also sie müssen auch die Bilder wahrscheinlich dicker machen. Also so wie wir es im NLP lernen, ist die Timeline ja nichts anderes als, ich stelle mir vor, was mache ich als nächstes? Und wenn sie dann um 11 Uhr den Arzttermin haben, dann ist ja schon praktisch Mittagessen und nach dem Mittagessen ist auch schon fast Nachmittag. Das ist cool, was denkst du? Ja, vielleicht auch, dass die einzelnen Schritte, zumindest im Kopf und manchmal, was ich so beobachte, auch im Alltag, dass es einfach mehr Zeit beansprucht. Mhm. Also das sich anziehen, hätte man vielleicht vorher gar nicht eingeplant. Weil das hätte, also wenn ich so bei meinen Eltern schaue, die hätten sich nicht Zeit eingeplant, um sich anzuziehen, weil das war so ein Vorbeiweg, zack. Und vielleicht mit dem Alter geht es ein bisschen langsamer und dann plötzlich wird etwas, das vorher gar nicht auf dem Schirm war, wird zu einem To-Do. Und das würde ja dann auch machen, dass viel mehr Dinge plötzlich in die Timeline reinkommen, die vorher so nebenbei gelaufen wären. Ich finde das interessant, weil es gibt ja auch, ich kenne das auch von mir, es gibt Tage, wo ich mir ein Ziel setze oder eine Tätigkeit setze, die möchte ich dann machen. Und das hätte es also früher schon auch mal gegeben, dass mir dann das irgendwie sogar schwer gefallen wäre, dieses eine To-Do irgendwie unterzubringen, gefühlt. Und dann gab es diese Tage, wo ich wusste, okay, ich möchte bis am Ende des Tages all diese Dinge gemacht haben. Das erledigt haben und dann ging das eines nach dem anderen und ich hatte danach immer noch 2-3 Stunden übrig quasi. Ja. Ich hätte dann tendenziell eher Übererfüllung gemacht. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Stress oder Termindruck die Leute noch mögen. Also weil meine Beobachtung ist bei den Pensionierten, dass sie das gar nicht mehr sich antun wollen, weil sie vorher immer hektisch betriebsam unterwegs waren und durch das sich daran gewöhnen, dass eben das Jacken anziehen langsam und gemütlich oder frühstücken zum Beispiel, kenne ich von meiner Mama, die hätte früher hat sie auch gerne sich Zeit genommen für Frühstück und nicht, wenn sie nachher zur Arbeit musste. Ja. Das heißt, da wäre so ein kurzer Timeslot für Frühstück und jetzt kann das durchaus auch mal ausgedehnter sein und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und gewöhnt sich dann dran, okay, ich brauche eine halbe Stunde für Frühstück. Und das Spannende finde ich, die Flexibilität ist dann oft nicht da, dass es auch wieder so gehen würde wie früher. Das, was du angesprochen hast, Libro. Dass früher die Leute 12-13 Termine am Tag hatten und sie wie nicht mehr schaffen oder nicht wissen, wie sie es schaffen können, zurück
Weil theoretisch könnten sie beides ja, sie haben das andere auch gekonnt. Ja. Sie könnten theoretisch wieder in 10 Minuten frühstücken. Die Frage ist, ob sie es wollen oder was ist der Punkt? Ja. Schau, ich finde das gerade spannend, weil es geht gar nicht um das Rentenalter oder ums Pensioniertsein oder so, sondern weil die einige da draußen kennen das mit ihrem Business. Und die kennen das mit ihrem generell mit ihrem Alltag oder an einem Wochenende oder wenn sie Ferien haben. Zeit existiert ja nicht in dem Sinn in diesem Universum. Zeit ist ein Konzept im Kopf, das wir definieren anhand von gewissen Merkmalen. Früher war es der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und wenn die Sonne morgens früh aufgeht, dann ist der Elch glücklich oder so, keine Ahnung. Und wenn abends dann irgendwie, verstehst du, also anhand von gewissen Parametern. Abends ist der Jäger glücklich. Und das finde ich eben spannend, weil sich Zeit scheinbar anders verhält, je nachdem, was ich zu tun habe, wie ich es zu tun habe, vielleicht auch, warum ich es zu tun habe und dementsprechend das Gehirn hergeht und sich Strategien überlegt, es zu schaffen oder es vielleicht auch nicht zu schaffen. So, mit dem Modell von NLP ist also auch die Organisation, wie erreichst du deine Ziele oder wie planst du deinen Tag und wie gehst du mit anderen Menschen um, wenn du Termine vereinbarst oder nicht vereinbarst oder offen lässt? Was bedeutet das für dich? Gegen 12 Uhr treffen wir uns beispielsweise, weil das hatten wir mal. Ja, das wäre bei mir auch zwischen 10 vor und 10 nach oder so. Das ist das für mich, für dich? Ja, irgendwann um 12 kann auch um 12. Viertel nach so, vor halb 1 sein. Für mich ist gegen 12 Uhr bedeutet vorher Richtung 12 Uhr ist der späteste Termin. Nein, für mich ist das plus so, minus. Ab 12 Uhr bedeutet für mich, ab 12 Uhr bin ich da. Das könnte dann auch 15 Uhr sein. Ja, sag das mal einem Tessiner beispielsweise, Südschweizer. Oder einem Wattländer. Ist es da ähnlich? So quasi, wenn mir jemand sagt, ab 12 Uhr bin ich typischerweise 12 Uhr, 12 Uhr 05 bin ich da. Nein, dann würde ich auch gut mal eine halbe Stunde später oder eine Stunde. Also in der Westschweiz gibt es oder im Wattland gibt es sogar eine extra Formulierung dafür, das heißt Le quart d'heure vaudois. Die Viertelstunde, wo die Wäschen dann zu spät sein dürfen. Und das ist total lustig, weil meine Stiefmama kommt ja aus der Westschweiz und mein Vater aus der Deutschschweiz. Und dann hatten sie abends oft Gäste und mein Vater ist der kocht und dann hat er gekocht und also das Fleisch war perfekt. Oben sagen wir 19 Uhr, wenn die Gäste da sein sollten. Und dann sind die um Viertel nach gekommen und dann gab es zuerst Salut, ça va, Begrüßung und dann ein petit apéro. Dann hat man ein Apéro genommen und, das Fleisch und war irgendwann schön. Um 8 Weil die Zeit da anders funktioniert. Super spannendes Thema, finde ich. Super spannendes Thema. Ja, und das Coole ist ja, dass jeder die Zeit sich so einteilen kann, wie er möchte, sobald er verstanden hat, wie es im Gehirn funktioniert. Das war für mich spannend. Darum habe ich vorhin auch gefragt, so wie es früher war oder so wie ich es heute kann. Wenn ich möchte. Ich mag das, wie ich es kann. Ja, ich finde den cool, weil als ich Sibyl kennengelernt habe, war es also schon so, dass Sibyl durchaus auch 3/4 Stunde Vorbereitungszeit brauchte ab dem Moment, wo wir dann mal entschieden hätten, so jetzt gehen wir dann los. Und heute kannst du in 10 Minuten ready sein, auch früher. Lass uns langsam losgehen, heißt für mich in der nächsten Stunde. Ja, für mich heißt es jetzt. Super cooles Thema. Ihr Lieben, ich merke, für dich da draußen, rechne mal mit regelmäßig 20 Minuten. Wir schaffen das. Wir adden on top ein paar Wattländer-Minuten. Ja, genau. Ja. Für Salü, Savar, Aperol. Genau, das ist wunderbar. Spannendes Thema. Lass uns das nochmals irgendwann aufgreifen. Ja. Cool. Ja. Ihr Lieben, tolle Woche. Tschüss. Das war der NLP Brainpower Podcast.
Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.